Hallo zusammen, ich ist wieder euch, und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute machen wir mal wieder den Great Vault auf und dazu war ich letzte Woche zumindest mit Main fleißig und habe einen 20er Key und ein paar kleinere gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was wir Schickes drin haben. Ich habe anscheinend zu wenig gemacht, dass wir einen zweiten Slot kriegen, perfekt. Aber wir haben zumindest einen Slot. Und gut, hier haben wir Hände drin, die komplett gleichen habe ich schon. Heißt, wir werden diese Woche einmal die Marken nehmen und noch ein paar Token kaufen, um da das ein oder andere noch upgraden zu können. Heißt, das war ein bisschen eine Nullnummer. Was haben wir denn? Thron der Gezeiten. Der Key ist zumindest schon mal nicht schlecht, weil da können die Schuhe droppen, die ich noch brauche. Aktuell brauche ich ja für Set noch, glaube ich, 3 Teile, ne? Genau, Brust, dann einmal hier die Taille und die Schuhe. Wisst ihr, was wir machen? Wir graden zumindest jetzt mal meine Brust ab. Ich denke mal, ich habe genug Marken, dass wir zumindest irgendwas haben. Und dann können wir mal gucken. Weil ich habe schon eine Brust noch rumliegen. Schaue ich gleich mal. Irgendwo da unten hatten wir sie. Also, hier haben wir das Brust-Item. Das graden wir jetzt mal ab auf... hier auf 5. Und packen es oben in den Katalysator rein. Weil jetzt habe ich genug Marken, dass ich eigentlich alles upgraden kann. Wisst ihr, was ich meine? Und wir nicht mehr großartig sparen müssen. Ich brauche dann quasi auch noch Schuhe und eine Taille. Eine Taille will ich mir eh noch kaufen. Und zwar... wenn meine Waste-Videos verfolgt, da bin ich ja so ein bisschen dran, um quasi mir die ganzen BOE-Items noch zu kaufen, die offen sind. Und eins davon ist ein BOE-Item aus dem aktuellen Raid. Und da brauche ich die HC- und die Mythic-Version noch. Heißt, wenn ich die mal wieder irgendwo günstig sehe, kaufe ich mir die HC-Version, grade sie auf Mythic ab, um beide quasi am Start zu haben. Da habe ich auf jeden Fall genug Marken. Jetzt gucken wir mal. Genau, da brauche ich, glaube ich, hier 30 und da 15. Und dann kann ich den Katalysator packen und habe auch schon das Ding. Heißt, danach wären nur noch die Schuhe offen, deswegen, ja, und dafür, und für die Schuhe, wie viel hätte ich da noch über? Da habe ich jetzt hier noch 15 über und da auch noch über 15, also dann wäre ich eigentlich eh schon dran, ne? Also von dem her, deswegen machen wir das jetzt mit der Brust hier gleich fix, dann haben wir zumindest da schon mal noch einen Teil. So, dann können wir das hier eigentlich auch austauschen. So, dann... Gut, dann schmeißen wir das hier weg. Dann haben wir ein bisschen mehr Item-Level. Und nochmal ein Teil hier für das Set. Gut, mit den anderen Chars dürfte ich kein Vault haben. Ich war letzte Woche mit meinem Worry nicht im LFR, sondern ich war direkt bei Fyrak im HC, um eine bisschen höhere Chance zu haben, da das Upgrade-Ding zu kriegen, beziehungsweise das Legendary. Aber naja, war mal wieder eine Nullnummer. Jetzt muss ich mal gucken, was ich die Woche mache. Vielleicht laufe ich wieder LFR oder ich schaue mal nach einer HC-ID, da muss ich mal gucken. Juti, dann sind wir durch mit dem kleinen Vault-Opening. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.